Schönen guten Morgen, liebe R5 Renault-Gemeinde. Der Frühjahr kommt, der R5 wird wieder fit gemacht. Weil jedes Jahr ist immer eine Kleinigkeit zu tun. Diesmal war es der Heckklappen-Wischwasch-Anlage, die nicht mehr ging. Und Grund war dieser Schlauch, der hier in dem Knick natürlich durch den Klappen auf- und zumachen irgendwann mal ausgehärtet ist und dann gebrochen. Und den konnte man auch nicht mehr verbinden. Das hat alles keinen Sinn gemacht. Genug Spiel, um rauszuziehen, wo er wieder weich wurde. Ging auch nicht. Ich habe mich dann für diese Lösung entschieden. Und zwar einen neuen Schlauch. Dafür eignet sich ein hochflexibler, haben Traktorenbau. Nicht Aquariumschlauch. Die Brüche werden zu schnell brüchig. Das sind eigentlich auch vom Kraftfahrzeughandel und Industriebedarf. Wasserführende Schläuche. Um den zu verlegen, heißt hier oben endet dieser alte Schlauch, den ich jetzt abgeschnitten habe. Darauf gestülpt kann man den schwarzen, und zwar wirklich langsam drauf drehen. Der hat genug Halt und der ist auch nicht undicht. Im Zuge dessen sind die alten Plugs, das ist der alte Plug, auch zu erneuern. Dazu nimmt man diese, die man im Zubehör kaufen kann. Ich zeige mal die Verpackung. Ist nichts drauf. Das ist ein Sortiment von diesen Wasserplugs für Kfz. Dann nimmt man einen 10er Bohrer. Ich habe jetzt hier einen Holzbohrer und dreht den per Hand ein kleines Loch da rein. Da ist auch so eine leichte Vorstanzung. Da kann man das gut machen. Stülpt den drauf und dann kann man die wieder hier einsetzen. Um den Schlauch wieder zu führen, muss diese Blende auf der anderen Seite natürlich ab. Und es muss das Rücklicht raus. Weiter muss noch der Wischwasserbehälter abgeschraubt werden, der sich befindet an zwei Schrauben. Einmal hier drunter. Da ist eine Schraube und einmal da. Der Rest erklärt sich letztendlich einmal von selbst. Man muss nur noch darauf achten, dass hier in dem Hohlraum ein Clip ist für die Schlauchführung. Heißt, man fängt oben an und führt den weiter nach unten durch. Ich bin jetzt hier, ziehe den jetzt zur Lampe durch. Mit einer Hand natürlich wieder super schwer geht. So. Wenn du am Lampenkasten angekommen bist, dann ist ganz hinten drin, der geht jetzt hier rechts mit dem Zwing rum. Und wo hier mein Finger rauskommt, da muss der durch. Und dann kann man den wieder anflanschen, den Wasserkasten wieder aufschrauben und dann müsste es normalerweise wieder gehen. Viel Glück dabei und macht das alles mit Gefühl. Plastik ist brüchig.